Von 0 auf den 7. Platz kam ein Mann, der eigentlich zum Showgeschäft Europas dazugehört, einer der Entertainer Europas überhaupt. Er war das letzte Mal mit diesem Titel, den Sie heute zum ersten Mal bei uns hören, bei unserem Freund Wim Tölke in der Sendung im Großen Preis. Da war er zusammen mit seiner Großmutter. Er nennt sie in seiner Heimat nicht Großmutter, sondern Babitschka. Und die Babitschka kam von 0 auf den 7. Platz. Shootingstar ist Karel Gott. Als wir Kinder waren, sind wir oft gefahren, oben auf dem Wagen mit dem Heu. Und bei uns war immer Babitschka, herrliche Geschichten konnte sie berichten, und für uns war es immer wieder neu. Alle Kinder liebten Babitschka. Singen, kochen, tanzen, lachen, glücklich machen, das war Babitschka. Pferde stehlen, Äpfel schälen und erzählen, das war Babitschka. Sie hat uns getröstet in der Nacht und gut ins Bett gebracht. Wir liebten sie und spielten gern mit uns. Wenn wir sie besuchten, roch es schon nach Kuchen. Wir probierten heimlich Erdbeerwein. Und dann wurde uns so schlecht davon. Singen, kochen, tanzen, lachen, glücklich machen, das war Babitschka. Pferde stehlen, Äpfel schälen und erzählen, das war Babitschka. Hat uns getröstet in der Nacht und gut ins Bett gebracht. Wir liebten sie und spielten gern mit unserer Babitschka. Ich seh's noch wie heute, die Glocken läuten in der kleinen Kirche gleich beim Haus. Alle weinten wir um Babitschka. Sie hat für ein Leben nie klein beigegeben. Einer nur war stärker noch als sie. Und der holte unsere Babitschka. Singen, kochen, tanzen, lachen, glücklich machen, das war Babitschka. Pferde stehlen, Äpfel schälen und erzählen, das war Babitschka. Sie hat uns getröstet in der Nacht und gut ins Bett gebracht. Wir liebten sie und spielten gern mit unserer Babitschka. Das war die Babitschka, das war der Titel, der von 0 auf den 7. Platz kam. Und damit der Shootingstar dieser Ausgabe wurde Karel Gott aus der GSSR. Wenn eben ein Fan kam und ihm die Babitschka überreichte, so war das ganz sicher zauberhaft. Es gibt aber auch Sendungen, wo sowas vorher geprobt wird, im Gegensatz zu uns. Wir wissen nicht, was da manchmal kommt. Die Blumen.